Servus Freunde, willkommen zurück zu Rough Riders RC. So, heute wird gebasht, heute ist geiles Wetter. Wir sind hier am Bikepark. Ich führe euch mal ein bisschen rum. Hier werden wir mal den Big Rock und den MT410 mal hier über die Piste jagen. Mal gucken, wer es überlebt. Ein bisschen Challenges machen, wie sich beide verhalten. Schauen wir mal. So Freunde, ihr wisst, die letzte Karo von Big Rock haben wir zerschossen. Jetzt, das hier ist die neue. Eine fette Ansage an Truxas, nur damit es mal klar ist. Und wir haben sie natürlich von innen noch verstärkt mit Glasfasergewebeband und einer ganzen Tube Shugu. Ich muss sagen, die Bude hat so übel gestunken. Ich musste die Karo 10 Tage auf der Terrasse lassen, dass die mal entgiftet auf gut Deutsch und man es in dem Zimmer wieder aushält. Ja, also wir verbauen mal Akku, knallen die Karo drauf und haben mal viel Spaß. So Freunde, dann starten wir mal. So, jetzt gucken wir nochmal, testen wir nochmal, wie es aussieht. Ich hoffe, man sieht alles, aber es sieht gut aus. So, wo fangen wir mit was an? Wir gucken mal. Komm gleich nochmal. Der war nice. Boom! Also ich muss schon sagen, der Biggie macht schon wieder schön Spaß. Man sieht ihn auch ein bisschen besser jetzt mit der blauen Karo als mit der schwarzen. So, Vorsicht Felix, er kommt. Oh, sehr nice, sehr nice. Ich hoffe, man sieht es alles.
So. Ja. Noch mal. Na jetzt komm. Hätte er sich auch normal hinstellen können. Das probieren wir gleich nochmal. Okay. Okay. Biggie, neue Karo eingeweiht, würde ich sagen. Aber das probieren wir gleich nochmal. Die Sache braucht halt einfach ein bisschen mehr Schwung. Ja, so als Kameramann steht man manchmal schon Leben am Limit in der Gefahrenzone. Aber gut, irgendwas ist immer. So, mehr Schwung heißt die Devise. Mehr Schwung. Aber Biggie, du stehst dein Mann. Das gefällt mir. Einmal noch. Das ist immer geil, wenn es heißt, immer noch einmal geht meistens was kaputt. Warte, warte, ich nehme richtig Anlauf. So, Achtung. Ich will nichts sagen, aber er steht. Biggie, tut mir leid, da stehen komische Sachen in der Flugbahn. Aber einmal noch. So, Achtung. Sauber. So, Biggie, der hast dich jetzt mal schon wieder gut bewährt. Jetzt gucken wir mal, was wir hier noch Schönes machen können. Ein bisschen Staub. So. Ich würde. Aua! Neue Karo eingeweiht, würde ich sagen. Das probieren wir gleich nochmal. Die Sache braucht halt einfach ein bisschen mehr Grund. Ja, das ist immer gefährlich. Aber bitte, du stehst da, Mann. Einmal noch. Jawohl. Er steht! Ja, super! Tut mir leid, da stehen komische Sachen in der Flugbahn. Aber einmal. Thank you.
Und Fuß versuchen mal diesen Sprung zu doublen. Na gut. Aufkleber scheint besser zu halten als gedacht. Ja, ein schöner kleiner Spielplatz hier bei uns. Schön im Schatten. Hoffen, die Motoren werden nicht zu heiß heute. Wir gehen mal da vorne auf die Rampe. Und gucken mal, was wir hier noch für ein paar Backflips ziehen können. Diese finde ich gar nicht so schlecht hier. Und wenn was schief geht, landet er hoffentlich weich. Also, kommt. Die Rampe nicht richtig getroffen, aber er ist gut gelandet. Das probieren wir gleich nochmal. Ich glaube, ich stelle mich mal vielleicht hier hin, um das besser zu treffen. Das Ganze. Ja, Felix, das könnten wir mal so probieren. Okay. Auch einen doppelten schön gelandet. Wobei das schon recht knapp war. So. Das probieren wir nochmal. Sauber gelandet. Ja, heute funktioniert der Biggie ganz gut, außer solche Sachen. Super Felix, Dankeschön. Gib ihm mal einen Tritt. Ich bin bereit. Dankeschön. Hoppala. Sag ja, als Kameramann immer leben am Limit. So. Ups. Ein Berkemeier. Arne, das solltest du eigentlich patentieren lassen. Jedes Mal, wenn einer Berkemeier ruft, weil er irgendwo vorbeifährt, sollst du 5 Euro kriegen. Und dann wird es dir bestimmt auch besser gehen. Weil jeder ruft Berkemeier. Patent drauf und gut. Also, schon mehrfache, doppelte. Also, heute läuft's gut. Berkemeier Spezial Deluxe Edition. Guck, Arne, 10 Euro hättest du jetzt schon von mir. So. Einmal probieren wir es noch. Ups, ups, da war auch noch ein Steinchen. Aber Biggie, du schlägst dich super. Ich glaube, die Verstärkung der Karo war ziemlich sinnvoll. Alles ist ganz geile Sache. Aber ich freue mich auch schon auf den MT410. Wobei ich am liebsten sagen würde, MT420 wird dem viel besser stehen. So, also Freunde, einer geht noch. Sauber. Wie ihr seht, heute keine Probleme mit Disconnects. Und warum? Weil ich diesen Akku
Stecker endlich mal mit angebunden habe. Das habe ich letztes Mal im Bikepark vergessen. Ja, Freunde, ich würde mal sagen, vom Big Rock am Anfang jetzt erstmal, ich würde mal sagen, wir holen jetzt mal den MT410 raus. Oder so, oh nein, komm, wir spacken noch ein bisschen mit dem rum. Was können wir denn hier noch anstellen? Unglaublich, unglaublich, das erste Mal. Vielleicht habe ich es jetzt tatsächlich geschafft. Leute, jetzt ohne Scheiß, ich fahre diese Karre seit 2,5, 3 Jahren. Jeder jammert im Internet rum über mein Hauptzahnrad und so. Und jeder, ich sage, hey, verdammte Scheiße, mein Hauptzahnrad, ich fahre seit 3 Jahren rum, da war noch nie was. Ich glaube, und vor allem, ich habe das Stahlhauptzahnrad schon lange vorbereitet rumliegen. Deswegen, ich glaube, jetzt ist es soweit. Das hört sich so an. Den Akku hat es aber auch rausgebasht. Okay, oder? Den Akku hat es auch rausgebasht, warum auch immer. Ah, das Strap ist gerissen. Das Strap ist gerissen. Armer Tough Baby, oder was? Ganz mies, aber Straps habe ich noch daheim, das ist kein Problem. Ansonsten ist die Kiste heile. Wie ihr hört, jetzt wird das Plastikzahnrad wird jetzt Mulu sein. Endlich kann ich jetzt mal das Hauptzahnrad aus Stahl verbauen, weil wie gesagt, das liegt schon ewig bei mir rum. Da freue ich mich, wieder ein bisschen schrauben, nicht so wild. Ja, also, guter Einsatz heute vom Big Rock. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Es ist ganz umsonst, so wie es bei den Schwaben und den Schwaben am liebsten ist, vor allem der schottische Schwabe. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich danke euch, ciao.